So ein paar schlammbesudelte Kerne. That's a business. It's a dirty business, but it's business. Oh, better run. Nein, das ist mal das komplette Gegenteil von deiner ersten Annahme. Ja, man kann mir nichts vorwerfen. Das wollte ich nicht machen, das hast du dir eingebildet, dass ich dir was vorwerfe. Aber ich finde es gut, weil es die gleiche Schuldabwehrgefühle bei dir vorruft, wie wenn ich es wirklich einfach gemacht hätte. Du Arsch. Wer hat denn gesagt 5 Millionen? It's payback time. Hast du schon einen besudelten Kerl? 3 Stück. Ah, oh Mann. Arena wieder aus. Also da können wir auch wieder so frisch motiviert ins Arena-Geschehen einsteigen später. Wir hatten so eine Arena-Pause und ja. Ja. So mal fucking badass kommen. Ja. Ich habe im Forum gelesen, Krieger sind da jetzt so stark im Damage genervt worden, glaube ich nicht. Oder sagen wir es mal so, I don't care. Noch. Nice. Fliegen wir über den Thron zurück, wie sagen. Jo. Fast ein USB-Kabel für einen MP3-Player in meinem Dudler versenkt. Hi, ich hab's gefunden. Muss mal herkommen. Was hast du gefunden? Muss mal zu mir kommen, hier oben auf dem Fels. Ich hab's gefunden, ja, was soll ich da wohl sagen? Na, guck mal her. Oh lol. You totally found this one?
Weißt du, wer er sein soll? Nope, aber du hast mir irgendwann mal erzählt. Isaac Newton. Ja, ihm ist hier der Kopf auf den Kopf gefallen, ja. Und so hat er die Schwerkraft halt rausgefunden. Und dann hat er gemerkt, dass die Felsen alle schweben. Und das hat ihn so fertig gemacht, dass er selbst mal gemacht hat. Ich will keine Absteine, aber man hätte vielleicht eine größere Insel nehmen können. Warum? Wenn so hätte er es auch anders sehen können. Ich finde weird, wie die Äpfel sofort wieder aus dem Bild verschwinden, wenn man ein Stück weg ist. Ja, Texture Reach ist hier nicht so gegeben. Oh mein Newton. Zehn Kerne von Zermalmen. Das ist ein Scheiß-Quest, das habe ich noch so in Erinnerung. Komm, wir gehen zu Netherwear. Komm, wir gehen. Ich habe aus meinem Kaugummipapier so einen Space Fighter gebaut. Boah, der war ganz dicht. Das ist die Heimat der Orks hier. So schön haben sie es mal gehabt. Kommen die Bosse hier schon. Ich habe scheinbar eine falsche Flugroute genommen. Oh. Dann fliegen wir da mal hin. Wird wieder ewig dauern, diesen Vogel zu finden. Weil letztes Mal sind das Helfer da gemacht. Wo sie inszeniert haben, dass wir uns übrigens gestritten haben. Und nicht funktioniert. Weil ich Oxidation benutzt habe. Ich frage mich, wie wir das inszenieren wollten, dass unsere Freunde die Aufzeichnung kriegen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine. Aber was haben wir mit Laden und die Videos auch immer alle gefunden? Aber was haben wir mit Laden ist den Fernsehsender noch geschickt hat. Nee, Al Jazeera hat das ausgestrahlt. Also teilweise wurden die ja gefunden in irgendwelchen Hütten. Ach was? Die Zufall von Marines, ja. Ach, da auf dem Tisch so ein Video, oder? Schieb mal rein, ja. Liegt auch im DVR, also Videorekorder. Nee, mit dem Zettel put in hier. Okay, ich gehe in den Tiefflug. Scheiße, mich hat's gefetzt. Gefetzt? Ja, hätte jetzt das passiert, also. Er hat mich gefetzt. Ich hab dich Rafa genannt, nice.
frage mich immer noch. Oh. Oder jetzt nicht bewegen. Hä? Doch. Hm? Ich wollte dir helfen, aber irgendwie die Landschaft war da, aber Mobs und Kojak fehlen. Genau. Bleib stehen! Du kannst hier nicht vorbei. Das ist der heilige Stein der Orks gewesen, wo die Ahnen leben. Die Geister halt von den Ahnen. Und dann hat Gul'dan zusammen mit Kil'jan verboten, dass man da hingehen darf. Weil die den Orks eingeredet haben. Oh, warte mal. Die Ahnen werden damit. Also die Ahnen wollten, dass die Draenei ausgelöscht werden von Orks. Wollen sie aber gar nicht. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ich wollte es auch nicht tun. Und das sind ja diese Leerwandler davor. Und solche Runen. Das hat man sich vielleicht schon mal gewundert, warum die da im Boden sind. Die wurden von Gul'dan eingebaut. Also, falls ihr euch wundert, ich habe mich da schon mal gefragt. Mein Lichtbrunnen. Und in diesem Stein, der Stein selbst ist übrigens eigentlich von den Draenei eins von den Raumschiffen gewesen. Ah ne, also nicht von den Draenei, die haben ja keine eigenen, sondern von den Nahu. Aber man merkt das auch am schnittigen Design. Das stimmt. Und das ist auch die Erklärung, warum da die Ahnengeister eigentlich sind. Die wurden von der Energie von den Nahu sozusagen angezogen. Und sind da dann hin. Ne? Und die Orks haben da so ein Ritual gehabt, einmal im Jahr. Ist einer hin, Schamane. Und hat da so irgendwie so ein heiliges Wasser reingeschüttet und stuff und irgendwas gemacht und so. Und das hat den Naru, der da immer noch drin war, immer am Leben gehalten. Und als dann die nicht mehr hingegangen sind, weil da die Leerwandler und so waren, weil sie es nicht mehr durften, ist der Naru gestorben in der Zeit. Also die Geschichte klingt glaubwürdig, bis der Teil. Du bist ein Typ mit Wasser lang gegangen und so stuff. Warum? Das ist aber wirklich wahr. Die Naru, die sieht man jetzt in Shatra da. Ja, selbst was damals in den Sinn kam, war... Oh.